So, hallo und willkommen zum Video der Geister. Aus der Erweiterung waren es Level 9000, der ersten Erweiterung von Smash Up. Hier sieht man auch schon ganz schön den Geist vorne drauf, auf dem Cover. Finde ich sehr hübsch übrigens auch gestaltet. Im letzten Video, ich muss nochmal da was nachtragen, im vorletzten, als ich diese Erweiterung vorgestellt habe, habe ich gar keinen Preis gesagt. Die gibt es eigentlich grundsätzlich so für 10 € neu zu erwerben. So, aber jetzt wollen wir uns auf die Geister stürzen. Vorweg kann ich schon mal sagen, die Geister sind nicht mit jeder Fraktion gut zu spielen. Anfangs dachte ich, es wäre eine sehr schlechte Fraktion. Mit der richtigen Fraktion gemischt sind sie allerdings doch sehr stark. Aber wir wollen uns jetzt erstmal die Fraktion angucken. Wir schauen uns erstmal die Zweier-Kreaturen an. Und hier hatten wir viermal das Gespenst. Und das Gespenst sagt uns, du darfst eine Handkarte ablegen. Ja. Da fragt man sich jetzt erstmal, wieso soll man Handkarten ablegen? Ich vorweggenommen kann ich aber sagen, die Geister können sehr viel mit ihren Aktionen spielen, wenn man wenige Handkarten auf der Hand hat. Und dann übrigens auch wieder recht traditionell gehalten, wie man sieht. Kommen wir zu der ersten Dreier-Kreatur, das ist der Geist. Den gibt es dreimal und der sagt, wähle eine Kreatur. Du darfst eine Anzahl Karten entsprechend ihrer Stärke ablegen, um jene Kreatur zu zerstören. Ja, da muss man, wie gesagt, es ist halt bei den Geistern wirklich gut, wenn man wenige Karten hat. Mit dem Geist kann man sogar Karten ablegen und dazu zusätzlich dann halt noch eine gegnerische Kreatur zerstören. Den Geist, der ist doch sehr wertvoll für die Geister. Muss ich doch irgendwie dann mal zugeben, habe ich in den letzten Spielen, als ich mit den Geistern gespielt habe, gemerkt, dass der einen doch recht auf den Arsch retten kann, wenn man zu viele Karten auf der Hand hat. Zusätzlich darf man halt noch was zerstören, das ist auch mal schön. Hier haben wir keine Vierer-Kreatur, sondern eine weitere Dreier-Kreatur, und zwar den Spuk. Den gibt es zweimal. Und der sagt, dauerhaft, wenn du zwei oder weniger Karten auf der Hand hast, erhält diese Kreatur Stärke plus 3 und ist von den Karten der anderen Spieler nicht betroffen. Also hier sieht man auch wieder, hat man weniger Handkarten, hat man hier mit dem Spuk keine Dreier-Kreatur, sondern eine Sechser-Kreatur, die nicht von den Karten der anderen Spieler betroffen ist. Es ist natürlich relativ schwierig, immer mit so wenigen Karten zu spielen. Ja, da, ich komm, nachdem ich hier vorgestellt habe, nochmal dazu, wie man die Geister sehr gut spielen kann. Jetzt will ich erstmal weiter vorstellen. Und hier haben wir den Shaman. 5 Punkte, eine Kreatur extra. Wenn du zwei oder weniger Karten auf der Hand hast und eine Kreatur spielen darfst, darfst du stattdessen diese Karte von deinem Ablagestapel ausspielen. Ja, wie man sieht, kann man die Geister oder die Fünfer-Kreatur von den Geistern auch vom Ablagestapel ausspielen. Was uns ja bekannt ist, da man ja mit den Zombies auch vom Ablagestapel spielen kann. Und jetzt nehme ich schon sehr viel vorweg, was ich dann eigentlich zum Ende erst erwähnen wollte. Die Geister sind nämlich mit den Zombies wirklich sehr gut zu spielen. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Aktionen. Wir haben zweimal körperlos. Auf eine deiner Kreaturen spielen. Dauerhaft. Jene Kreatur ist von den Karten der anderen Spieler nicht betroffen. Ja, so ein Schutz ist natürlich immer wunderbar. Kann man immer gut gebrauchen. Hier hat man sie gleich zweimal. Und muss man sagen, schöne Aktion. Und hier kommen wir gleich zur nächsten Aktion. Das ist das geisterhafte Erscheinen, die es auch zweimal gibt und die ist auch sehr stark. Du darfst eine zusätzliche Kreatur und/oder eine zusätzliche Aktion spielen. Sprich, man darf eine zusätzliche Aktion oder eine zusätzliche Kreatur oder beides direkt spielen. Und das hat man gleich zweimal, finde ich ziemlich stark. Und zu der nächsten, da haben wir die Seance. Wenn du zwei oder weniger Karten auf der Hand hast, ziehe auf 5 Karten auf.
Kann hilfreich sein bei den Geistern, kann natürlich auch nervig sein, weil wenn du zwei oder weniger Karten auf der Hand hast, kannst du halt viel mit den Geistern spielen, viel machen mit den Geistern. Warum würde ich dann gerne auf fünf Karten aufziehen wollen? Es können natürlich vorkommen im Spiel, dass man gerade Karten braucht und die Seance gerade gut kommt. Es passt natürlich auch zu einer Seance, man braucht mal ein paar mehrere Leute für sowas und da zieht man halt Karten auf. Warum nicht? Vielleicht passt das gerade in dem Augenblick. Allerdings etwas, ja, untypisch für die Geister, Karten zu ziehen. Dann haben wir hier Kontakt aufnehmen. Du darfst diese Karte nur ausspielen, wenn sie die einzige Karte in deiner Hand ist. Auf einer Kreatur spielen, dauerhaft. Solange die Kreatur und diese Karte im Spiel sind, gehört dir die Kreatur. Ja, also du kannst da. Mit dieser Karte. Sie muss allerdings wirklich die letzte auf deiner Hand sein, was natürlich wirklich schon ja, ein bisschen vorausschauendes Spielen herausfordert. Aber man kann sich damit die Kontrolle einer ganzen Kreatur holen und das nicht nur für einen Zug oder für eine Runde, sondern wirklich so lange, wie die Karte hier im Spiel ist. Ist eine ziemlich coole Karte, muss ich sagen. Fand ich oft sehr hilfreich, ist allerdings natürlich sehr schwer zu spielen, wenn es nur die einzige Handkarte sein darf, die man hat. Man muss natürlich mit den Geistern spielen können. Die Geister sind schon sehr kompliziert zu spielen. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, na, weiß man doch langsam auch, die Geister dann zu schätzen. Hier haben wir nochmal die Tür zum Jenseits. Auf eine Basis spielen. Dauerhaft. Wenn du zwei oder weniger Karten auf der Hand hast, erhalten alle deine hier gespielten Kreaturen Stärke plus 2. Ist natürlich auch wieder nur wirklich hilfreich, wenn man wenige Karten auf der Hand hat. Und was auch wirklich bei den Geistern das Problem ist, das ist ja hier und auch bei dem Spuk. Die Kreatur hat ja Stärke plus 3 und ist nicht von den Karten der anderen Spieler betroffen, wenn man weniger. Also zwei oder weniger Karten auf der Hand hat. Das Ding ist, man zieht ja nach jedem Zug zwei neue nach. Dementsprechend variieren diese Punkte an der Basis mit dieser Aktion oder mit dem Spuk auch immer sehr recht häufig und man muss wirklich viel zählen. Es geht halt immer davon aus, wie viele Karten man auf der Hand hat und wenn man dann wirklich nach einem Zug aufzieht, dann ist man schnell über zwei und man plant dann aber vielleicht sogar schon mit den Karten und denkt gerade nicht dran, dass man noch nachziehen muss. Ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich auch gibt es wirklich kompliziertere Sachen bei Smash Up. Aber es ist halt schon auf jeden Fall die Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, die Geister. Man kann sich da auch mal wirklich verhauen ein bisschen. Hier haben wir die Auferstehung der Toten. Lege beliebig viele Karten ab. Spiele eine zusätzliche Kreatur von deinem Ablagestapel mit einer Stärke kleiner als die Anzahl der abgelegten Karten. Hier kann man natürlich auch wieder sehr gut die Karten loswerden. Dazu kann man noch zusätzlich vom Ablagestapel spielen. Wenn man jetzt natürlich mit einer Fraktion spielt, die sehr hohe Kreaturen hat, profitiert man dann auch noch davon. Aber grundsätzlich ist diese Karte eher besser geeignet dafür oder hauptsächlich dafür geeignet, Karten loszuwerden, weil wie ich jetzt auch schon tausendmal hier gesagt habe und wie man hier auch schon öfters jetzt auf den Karten gelesen hatte, wenig Karten sind exzellent für die Geister. Dann haben wir hier zwielichtiges Abkommen. Wenn du zwei oder weniger Karten auf der Hand hast, erhalte einen Siegpunkt. Das ist auch wieder sehr gute Karte, allerdings nur wirklich genießbar mit wenig Karten auf der Hand. Das ist auch das, warum die Geister einen eher schlechten Ruf haben. Also ich habe das auf jeden Fall so aufgenommen bei den meisten. Die Grenze überschreiten. Wähle einen Kreaturennamen. Nimm beliebig viele Kreaturen mit diesem Namen von deinem Ablagestapel auf die Hand. Ja, jetzt ist hier natürlich die Frage, warum? Also die Geister, die sind mit wenig Handkarten auf jeden Fall wirklich, also die werden dadurch wirklich ihre Stärke offenbaren.
Warum sollte ich jetzt mit dieser Karte Kreaturen auf die Hand nehmen wollen von meinem Ablagestapel? Aber Leute, ich habe, glaube ich, entdeckt, wieso. Und zwar sollte der Geist nicht mehr da sein, kann man sich mit dieser Aktion auf jeden Fall den Geist wieder auf die Hand holen. Sollte man alle drei schon auf dem Ablagestapel haben. Weil mit diesem Geist kann man natürlich durch Ablegen von Karten Kreaturen zerstören. Und das garantiert natürlich, du nimmst zwar einmal den Geist dann hier halt wieder auf, vielleicht dreimal jetzt, zweimal, wie oft er auch immer auf dem Ablagestapel sein mag, aber durch den Geist kannst du natürlich wieder enorm viele Karten loswerden. Ich denke, das ist der Sinn also dahinter die Grenze zu überschreiten. So, wir kommen nochmal eben zu den Basen. Wir haben hier eine 18er Basis, das Spukhaus 432. Nachdem ein Spieler hier eine Kreatur gespielt hat, muss er eine Karte ablegen. Ist natürlich für die Geister gut. Für alle anderen Fraktionen, die nicht mit den Geistern spielen oder mit Fraktionen spielen, die mit wenig Karten besser klarkommen, ist das natürlich nervig. Also sollte dieses Spukhaus im Spiel oder ins Spiel kommen, während du die Geister spielst, ist das auf jeden Fall für dich erwähnenswert, sich daran zu spielen. Auf jeden Fall. Ist natürlich super. Dann haben wir der schreckliche Pavillon. 20er. Mit 20 geknackt haben wir hier 4-2-1. Die Spieler können keine Aktion auf diese Basis spielen. Entschuldigung, davon profitieren die Geister jetzt nicht wirklich. Aber davon profitiert keiner wirklich. Es ist halt eine Standardbasis, sag ich mal, mit einem Kartentext, der halt verbietet, die Basen mit Aktion zu bespielen. Interessant, aber für die Geister ist wirklich eher das Spukhaus besser geeignet. Wie auch schon letztes Mal bei dem Bärenreiter. Da die kleine Basis war auf jeden Fall auch viel besser geeignet als die größere für diese Fraktion. So, und dann schlussendlich muss ich sagen, die Geister sind etwas kompliziert zu spielen, machen aber wirklich Spaß, wenn man sie auskosten kann, wenn man wirklich jetzt nicht unbedingt mit den Zauberern zusammenspielt. Ich habe einmal die Geister mit den Zauberern zusammengespielt und ich bin wirklich verrückt geworden. Die Zauberer wollen immer nur Karten ziehen. Die Geister können nur wirklich stark werden, wenn sie wenig Kreaturen oder wenn sie wenig Karten allgemein auf der Hand haben. Also die Zauberer und die Geister funktionieren wirklich gar nicht zusammen. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr es mal versucht habt und es wirklich geklappt hat. Es würde mich wundern, weil ich bin dran verzweifelt an diesen beiden Fraktionen zusammen. Was mir dann allerdings wiederum aufgefallen ist, dass die Geister sehr, sehr gut mit den Zombies fungieren, weil die Zombies sowieso vom Ablagestapel aus viel spielen und dadurch man wenig Handkarten besitzt. Da kommen dann die Geister auch schon mal sehr gut zur Geltung. Also die Geister und die Zombies haben mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich spiele die Geister leider nicht sehr oft. Ich habe sie letzt noch einmal mit den Schmusekätzchen zusammengespielt. Die Fraktion werde ich auch noch vorstellen. Da hat es auch nicht so ganz gut geklappt. Es war in Ordnung, aber jede Fraktion hat so für sich gespielt. Die Geister machen wirklich enorm Spaß, wenn man sie so spielen kann, wie sie erdacht wurden, halt mit wenig Handkarten. Und wenn die andere Fraktion dann einen nicht dauernd dazwischen funkt mit zieh hier Karten, mach dies jetzt und halt, die Fraktion muss sich auf jeden Fall mit den Geistern vertragen. Da machen die Geister auch wirklich sehr viel Spaß zu spielen. So, allgemein würde ich schon aber die Geister eher zu einer schwächeren Fraktion einstufen, weil es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass eine beliebige Fraktion mit den Geistern sich vertragen wird, weil die meisten werden es nicht tun. Ich habe jetzt natürlich noch nicht alle Fraktionen mit den Geistern zusammengespielt, aber ich würde mal sagen, dass es maximal 10 bis 20% vielleicht sind, die mit den Geistern gut zusammen klarkommen. Von daher muss man die Geister einfach eher als schlechtere Fraktion einstufen, aber trotzdem eine Fraktion mit sehr viel Spielspaß, wenn es funktioniert. So, das war es von den Geistern. Ich wünsche euch da viel Spaß beim Spielen, beim Ausprobieren. Schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare zu den Geistern, da die interessieren mich wirklich sehr. Und ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Tschüss.